Ja, herzlich willkommen bei Honda auf der Intermod. Neu für 2013 zunächst der SR 125, ein Leichtkraftroller. Neu für 2013 ABS, serienmäßig. Dann haben wir zwei Motorvarianten, SR 125 und SR 150i. Wir haben Start-Stopp-Automatik und wir haben ein Helmfach. Und das ab sofort ein Vollvisierhelm passt. Dann auf der anderen Seite ein sportlicher 50er, NSC 50R, wie wir sehen im Repsol-Design, im Design unseres MotoGP-Teams. Ein sportlicher Roller, basiert auf dem gleichen Motor wie der Vision 50, von der Anmutung wesentlich sportlicher, also auch Publikum wesentlich jünger, das wir ansprechen. Dann haben wir ein Motorrad, auf das Europa lange gewartet hat. 2009 bereits in Japan eingeführt, die CB 1100. Ein Retro-Bike, aber mit moderner Technik. Also wir haben auch hier ABS serienmäßig. Das Herzstück, sehen wir ganz gut, ist der luftgekühlte Motor. Heutzutage wirkt eine Seltenheit, aber darauf haben die Entwickler Wert gelegt. Und ansonsten einfach eine Anmutung von einem Motorrad. Sehr schön, sehr klassisch. Und wir sind alle gespannt, wie es sich fährt. Im Januar wird es im Handel sein. Und weil Honda eben Vollsegmentler ist, haben wir auch Wettbewerbsmaschinen. Hier haben wir nach langer Zeit wieder eine Werksmaschine für die Rallye Dakar, basiert auf einer Wettbewerbsmaschine von Honda, der CRF 450X. Sie heißt hier CRF 450 Rallye. Komplette Neuentwicklung, Eigenproduktion von R&D, unserem Entwicklungscenter von Honda. Im Januar 2013 geht es los durch Südamerika. Zwei Wochen, wir sind alle gespannt, wie sich die Maschine schlägt. Wir haben die Losung bereits ausgegeben. Mit der Maschine fahren wir auf Sieg.